Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute wieder eine Runde Story mit Arthur. Und dann schauen wir uns mal im Lager um. So, weiter geht's. Was sagt die Uhr? Oh, es ist schon spät. Dann grüßen wir mal ein bisschen. Vielleicht. Oh, da könnten wir hier diese Messernummer spielen. Da bin ich aber ungeschickt. Das lasse ich. Hallo. Oh, Miss Grimshaw werden wir natürlich auch grüßen. Nein, 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 das spielen wir nicht. Evening. Good evening, Arthur. Und es ist ja wieder mal hier im Prinzip zum Warmwerden. Denn ich habe das ja ein bisschen vernachlässigt. Hat er was da rausgenommen? Bill. Evening, Arthur. Also, ihr habt das auch gesehen, ne? Der war da an der Kasse. Und jetzt gucken wir mal eben ins Kontrollbuch. How you gentlemen keeping? Fine, Miss Grimshaw. Und da seht ihr es. Er hat nichts reingetan, ja? I must say, y'all. All this adventure and wandering over mountain passes, being chased and running for our lives. Surely agrees with you. Hier muss man ab und zu zuhören. You know, if I didn't know, I'd think you's the same age as them silly Ja, girls. nicht bei ihm, der labert echt I'm with nicht. you, Also. silly man. Oh, no. Well, if I was 5 years younger, and $1,000 richer, Ja, well, I'd ja. believe you. Make a Da dishonest muss man jetzt, glaube ich, girl. nicht unbedingt zuhören. Der erzählt wirklich viel, wenn der Tag lang ist, ja. Er weiß alles und hat jede Menge Zeit, es euch zu erzählen. So umziehen. Ich finde den Hut finde ich schon cool. Ja, das ist soweit in Ordnung. Kann ich nicht irgendwie. Ah, Revolverheld habe ich auch. Auf dem Pferd. Wie war das hier? Auf dem Pferd lagern. Oh. Ja, dann packen wir das auch noch aufs Pferd. Das sieht ja, die Weste ist schick. Oder? Dieses Auto ist durchschnittliche Temperaturen geeignet. Dann machen wir das so. Und er muss mal schlafen. Er hat lange nicht gepennt. Dann kann ich mal eben kurz einen Schluck trinken hier. Und in der nächsten Folge dann werden wir uns den Herrn Granger holen. Das war jetzt hier mal eben. Ja, so ein bisschen im Lager rumtrödeln, oder? Also rasieren machen wir nicht. Ich finde ja, also, Arthur mit Bart, so muss das sein. Aber ja, ein bisschen Moon werden wir mitnehmen. Wir sollten vielleicht mal nach Valentine reiten. Dass der Kollege sich mal baden kann. Pfeile, ja komm, wir nehmen mal ein bisschen was mit hier. Wir haben es ja schließlich auch bezahlt. Also Bill war es nicht, wie wir gerade gesehen haben, ne? Wahrscheinlich noch genug von zu haben. Weiß ich gar nicht, können wir jetzt schon Holz hacken oder ist das zu früh hier? Fürs Lager und für die Ehre tun. Das ist ja auch wichtig. Ist jetzt vielleicht zum Zuschauen ein bisschen langweilig, aber wer die Story kennt, wer die Story spielt, der weiß, dass das wichtig ist. Und hier am frühen Morgen, ne? Statt Frühsport. Mal ein bisschen was machen. Aber ich glaube, Bill bedient sich an der Kasse. Oder hat es zumindest vor.
Müssen wir mal im Auge behalten, den Kollegen. Und den letzten. Macht er immer mit Schwung. So, mal Herrn Strauß grüßen. Good morning. Ah, das wäre so ein Wunsch von mir, ne? Wenn es einen dritten Teil gibt. Good morning, Arthur. Dann fände ich es total super, wenn Rockstar, wenn es wieder deutsche, österreichische oder Schweizer ein- bzw. Auswanderer gibt, dass man vielleicht Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, meine Güte, dann aus dem Land vielleicht auch holt. Denn da haben wir ja richtig gute. Good morning. I know you like a good cup of coffee. Nothing better. Denn die geben sich hier sonst so viel Mühe, finde ich dann. Das wäre ja auch für die deutschen Fans ganz cool, glaube ich. So, jetzt gucken wir hier, sonst ist, glaube ich, kein Fragezeichen oder sonst irgendwas. Ja. Och mein Gott. Das mögen die nicht so gerne, wenn man da ins Lager reitet. Und dann drehen die immer gleich durch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Knarre ist soweit noch in Ordnung. Die auch. Ich würde sagen, wir reiten mal nach Valentine. Gehen dann mal baden. Oh, was haben wir da? Da rennt der Robert weg. Ja, da können wir nicht genug von haben. Wie gesagt, dann machen wir uns gleich frisch und dann sind wir für die nächste Folge, wo wir dann mal Herrn Granger oder Mr. Granger besuchen. Auch wirklich fit. Oh, eine richtige Knarre. Wir müssen ja noch Tierchen ansprechen und mit einem Schuss erledigen. Obwohl, den will ich auch noch so mitnehmen hier. Nein, da. Oh, da hab ich mal zur Abwechslung genug von in der Tasche hier. Wenn wir die mitnehmen, müssen wir keine Möhren kaufen für die Pferde. Also ich brauche unbedingt, wirklich unbedingt Panther und Puma, glaube ich. Damit ich hier diese Tasche anfertigen kann. Wo irgendwie 99 Dinge reinpassen. Oh, Schafgabe kann ich auch nichts mitnehmen. Oh. Der war schon an der Prärie-Huhn, habt ihr das gesehen? Da muss man hier ein bisschen aufpassen in der Story. Muss man wirklich aufpassen, dass hier einem keiner was wegfrisst. Ja, das können wir mal hier drauf packen. Soll ja auch einen warmen Hintern haben, ne? Come on, girl. Mal hier hoch. Ob hier irgendwo. Okay, there. Ich hatte gehofft, dass hier ein Tier ist, was wir ansprechen können. Da ist er. Ah, der sieht gut aus. Aber
Drei Sterne, ne? Ah, dann geht das nicht mehr. Oh, jetzt habe ich es verloren. Das ist, weil die da hinten kamen. Ah, hier hat zu lange gezögert, ne? Aber dafür ist es drei Sterne. Ja, die Animation, das dauert hier mal ein bisschen länger. Dann kann ich mir was trinken. Auch noch mit. Müssen wir auf unsere Knete aufpassen. So, apropos, können uns auch mal schick machen, oder? Robert Winter, spieleigenes Outfit, da ist es. So. Aber hier müsste das normale Hütchen drauf sein. Das mal hier beim Schlachter ab. Ja, hier in der Story kann man nicht so durch die Stadt lesen. Jetzt fährt automatisch langsamer. Und jetzt verkaufen wir ihm zumindest den Kadaver und den nicht ganz so guten Fuchs hier. Thanks for your assistance. No worries. Morning to you. Morning to you. Hello, welcome. I want my baden. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Just head down the court over there. So, das hat er sich verdient, finde ich. Ja, wir wären vielleicht besser vorher zum Friseur gegangen hier, ne? Would you like some extra help there? Nee. Nah, I'm good. Thank you. All right, I'll leave you to it then. Uns mal ein bisschen beeilen hier. Ich denke, dann lassen wir uns noch kurz die Haare schneiden. So, ist er wieder fit hier. Ja, das muss also zwischendurch auch sein, ne? You can stay another night if you want. Hier im Saloon kann man sich die Haare schneiden lassen. Was soll das denn? Oh, you think you're real scary, huh? I'll show you scary. Morning. Come on, little morning, boy. Let's settle this like men. Tja. You know, mach ich mal. You're on. I'll be doing the world a favor. Come on, let's go outside. Seems like it's been a while since you played a good Thanks, game of poker. That's enough for one day. You made a big mistake. So, wollen wir mal gucken. Das habe ich nicht so geschnallt, wie das richtig geht. Oh, 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 Brown's coming up real fast.
Okay. Ja, den rauben wir jetzt nicht aus. Save me the trouble, yes. No brawling this time, all right? What's your poison? Oh, wir können mal was essen, denke ich. It looks like Reginald didn't get you. Boah, $5. Boah, ist schon eine Hausnummer, oder? You've been the cause of enough sorrow, Reginald. Don't think I've seen you here before. Easy now, partner. Welcome. Watch yourself. Was haben die eigentlich alle für Probleme? I don't see anyone else laughing. Mein Gott, soll ich vom Acker machen? You hear about that ruckus over at the hotel? Someone brought some so, new girls into town. Wie machen wir das denn? Caused quite a stir. Ja. Ja, komm. Ach so, wir hätten hier so richtig. So ist ordentlich, oder? Oh, guck mal, den Bart. Wie machen wir das denn mal? Oh ja, das steht ihm eigentlich auch, ne? Ja, gefühlt kann der alles tragen, ne? Ich hier nicht im Ganzen. Ah, schneiden. So. So geht's. Excuse me, partner. Thank you. Really. No more raising hell from you this time. You hear me? Hello. Morning to you. Wir sind irgendwie alle nicht so gut auf ihn zu sprechen, oder? So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zurück ins Lager. Ich gucke mal eben hier unten irgendwo. Hier war nichts zum Sammeln, glaube ich. War hier unten nicht der Vater mit den Söhnen, der die Holzhütte da gebaut hat, die Bude? Da. Ja, noch mal eben vorbeischauen. Well, hey there. What do you think? Turned out pretty nice, didn't it? Time for me to move on, though. Just sold it to a farmer moving up here from the south. Oh, er macht sich vom Acker. Good for you. So can I have my money now? Of course, not a problem. Hey, ja, stimmt, wir hatten ihm die Kohle geliehen für die Hütte hier, ne? We managed to drum some together. Here you are, as promised, and with interest. Ja, top. Kann ich jetzt da reingehen und mich nach oben gucken? Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen mies, ne? We watch it. Will you keep your hands off our property? Oh. Hey, stop that. Ja, komm. Das war vielleicht gar nicht so clever, ne? Okay then, girl. Aber gemahlener Kaffee. Den lässt man sich auch nicht entgehen. Naja. So, sein Pferd werde ich natürlich nicht wegschicken. Dann reiten wir zurück ins Lager und in der nächsten Folge, da schnappen wir uns den Revolver. Also das Pferd ist auch echt ein bisschen träger als in Online. Da bin ich ja irgendwie ein bisschen was Schnelleres gewohnt hier.
Da seht ihr es gerade, die Blutspur, und ihr habt die Geier gehört. Das machen wir wirklich in einer separaten Folge. Das ist alles nicht so schön anzusehen. Ah, da haben wir was anderes. Ah, da habe ich wieder die Knarre nicht. Da ist er. Da. Kann ich nicht rufen? Kann ich auch nicht rufen? Was soll das? Kann ich nur verfolgen? Das kann ich bestimmt rufen. Nein, kann ich auch nicht rufen. Und war nicht mal sauber getroffen. Ja gut. Dann nehmen wir es am Stück mit. Was kommt da denn? Ja, die kleinen Federn können wir gebrauchen. Wenn man es denn schafft, sie zu treffen. Good haul today, girl. Ja, das hier ist bei weitem natürlich jetzt nicht so actionreich, die Folge, wie bei online. Oh, 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 oh. Da hetze ich ein bisschen mehr über die Karte. Aber bei der Story, da geht es ja ums Spielen und genießen. Hey there. Been taking care of that horse, I see. Hello, Arthur. Aha. Der Kollege hier. Den müssen wir im Auge behalten. Warum kommt das Pferd mit? Oh, there you are. Sure. It was here. He had it all the time. Mr. Miller, he'll never let you down. It's so simple. Even you'd get it, Arthur. Well, thank you. What matters? What's always mattered? Surviving. The result, not the means, which I guess is sort of the same thing. We'll survive. We'll keep moving forward. Maybe we'll leave the West far behind. And do what? Give it time. Look at the birds. Look at the beasts. Copy what the best ones do. Uh-huh. Anyway, I won't disturb you. Okay. There's my boy. Tja, was auch immer uns das sagen sollte. Hello, Arthur. Bring me something soon if you can, Arthur. All aber klar. Right. So. Good job, Mr. Morgan. Das sehe ich auch so. Good to see you. Hi. Hey, folks. Da grüßen wir auch mal. Is the boy behaving himself? For the most part. Long time together, haven't we? Sure. When I first met you, I used to think you were all stuck up. Aha. I know. Also es, hier muss man sich wirklich die Zeit nehmen und zuhören. I did. Well, I'm sorry. No, you ain't. And I don't blame you. I used to think you was one sorry excuse for a man. Oh. But you've changed your mind since then, right? Absolutely, Bill. We all have. Ain't that so, Arthur? Sure. Yeah, you call well. Him a sheep in wolf's clothing. That's it? Is that right? Well, thanks. Thank you. Don't mention it. What's that? Das hört sich nicht so gut an. Aber nochmal grüßen kann ich ihn nicht. Gut.
Onkel grüßen wir nicht, der nervt. Und dann machen wir Schluss und dann geht's in der nächsten Folge. Zeige ich euch auch, wo es hingeht. Es geht hierhin und dann holen wir uns den Revolver. Das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.